was wir uns davon erwarten, ja, eine gewisse Information bezüglich alternative Medizin. Herzlich willkommen auf der CHEM 2012 in Düsseldorf, der großen europäischen Fachmesse für komplementäre und alternative Medizin. Hier treffen wieder rund 200 Aussteller auf 3000 Ärzte für Naturheilverfahren und Heilpraktiker. Alles gut zu finden. Es ist ein großes Angebot. Mir gefällt natürlich der Kontakt zu den Firmen, mit denen ich zusammenarbeite für meine Patienten, der Erfahrungsaustausch, den man dann weiterführen kann. Ich bin das erste Mal auf dieser Messe in Düsseldorf und finde, dass es eine sehr attraktive Messe ist. Ich finde, es gibt sehr gute Gespräche hier zu führen und Düsseldorf ist immer eine Reise wert. Alle wichtigen Anbieter sind in Düsseldorf vertreten. Von der Akupunktur über Nahrungsergänzung, über Labordiagnostik, Pharmazie, Medizinprodukte bis hin zum Praxisbedarf. Es stehen aber auch über 100 Referenten den Teilnehmern Rede und Antwort. Das gilt für den 29. Deutschen Heilpraktikertag, für den 11. Deutschen Präventologenkongress, für den 6. KIM-Kongress, dem Ärztekongress für komplementäre und integrative Medizin und last but not least, dem Fahrkorbkompress. Ja, wir als Team von der DHU, von der Deutschen Homöopathie Union, sind immer wieder gerne in Düsseldorf. Wir führen hier sehr viele, sehr interessante Gespräche mit den Heilpraktikern aus der Region, die aber auch teilweise, wir sind immer sehr erstaunt, von weiter her anreisen. Wir sind somit immer in der Kommunikation, im Dialog und wissen eben, welches Interesse an der DHU und vor allen Dingen auch an den homöopathischen Präparaten weiterhin besteht. Retterspitz freut sich sehr, auch dieses Jahr wieder hier zu sein. Wir haben viele interessante Gespräche geführt mit lieben, alten, bekannten Kunden und neuen Kunden. Wir sind heute das erste Mal hier auf der CHEM in Düsseldorf. Und bisher sind wir sehr zufrieden. Also wir haben sehr viele anregende Gespräche geführt und konnten auch unsere neuen Produkte gut vorstellen. Wir möchten das Mess- und Behandelkonzept jetzt in Deutschland auch integrieren in Praxen. Und wir haben geguckt, welche Messe gibt es in Deutschland. Und dann haben wir die CHEM Expo gesehen.